So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht schon, wir sind hier mal wieder im Urlaub. Hier ist die Tür. Da befindet sich zwei Kleiderhaken. Dann geht es hier auch schon los. Haben wir das Badezimmer mit dem Außenschalter. Dann gehen wir hier rein. Hier sind überall Spiegel. Ich will mich auch nicht zeigen. Hier sieht man ein bisschen so die Reflexion. Eine schöne Dusche. Dann hier Toilette. Ein kleiner Mülleimer. Waschbecken, dann hier wieder ein Spiegel. Ja, muss ich ja wieder verstecken. Dann sieht man hier einen großen Raum mit einem Schrank, ein Bettchen. Dann gehen wir mal hier ums Eck rum. Dann haben wir hier einen Tisch mit ein paar Stühlen, einen Fernseher, eine schicke Lampe. Mehr gibt es hier eigentlich auch nicht zu zeigen. Da hinten noch Chips in der Ecke. Gesunde Ernährung ist sehr wichtig und wird hier auch ganz groß geschrieben im Urlaub. Dann gehen wir mal hier hoch, das ist so ein bisschen das Highlight hier. Da oben befindet sich nämlich auch noch ein Bett, wo man schlafen kann. Es ist hier lebensgefährlich, diese Treppen zu erklimmen. Kopf nicht stoßen, ich stoße mich natürlich, ist ja ganz klar. Machen wir hier mal Licht im dunklen Raum. Dann haben wir hier auch noch ein Fenster, ein Bett und eine Couch und ein Schrank. Also jetzt gehen wir den gefährlichen Weg hier mal wieder runter. Also hier hinten ist noch eine Heizung und ein Bild von einer Tulpe. Genau, eine Tulpe ist das. Sieht man hier, von oben wirkt das extrem steil. Schon ganz schön gefährlich hier. Wenn man dann früh morgens noch müde ist und dann hier runter geht, kann ich mir schon ganz schön gefährlich vorstellen. Wir sehen uns, denke ich mal, unten wieder. Ich muss jetzt rückwärts runterlaufen. So, dann ist hier mein schöner Bombag, mein Handy-Kopfhörer und meine Handy-Hülle und mein Bett. Was auch besonders ist diesmal, wir sind hier von Sonntag bis Dienstag fahren zum Döllensee, wo wir auch schon mal waren. Da wird es dann auch eine Roomtour geben. Ich lege mich jetzt mal ins Bett rein und dann sehen wir uns beim späteren Teil des Videos wieder. Moritz aus der Zukunft bzw. Schnitt meldet sich zu Worte. Ihr seht jetzt gleich Bilder und Videos vom Straußenhof und dann noch ein paar Bilder einer DDR-Ausstellung in der Wasserburg in Gerswalde. Von der Wasserburg selbst habe ich leider keine Fotos gemacht. Ich weiß auch nicht warum. Bei der zweiten Roomtour habe ich auch nichts mehr gesagt. Da habe ich einfach nur die Kamera so ein bisschen rumgeschwenkt, weil da auf den Gängen relativ viel los war. Und ja, war auf jeden Fall ein schöner Urlaub. Ihr könnt ja sehr gerne ein Like da lassen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit den weiteren Bildern und Videos. Thank you.